Folge 248 von Simotrans. Ja, wir wollen diesen Bahnhof umbauen und der Michael Friedrich hatte geschrieben, warum da irgendwie zu einem Stahlwerk oder was, ja, Stahlwerk war es, denn Palettenzug dahin fährt. Ja, das war ein Kombinationszug, glaube ich, ne? Deswegen fährt er dahin. So, wir wollten diesen Bahnhof umbauen. Da müssen wir mal gerade die Gleise verlängern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Dann können wir die Einfahrt eigentlich da, ne? Komm, das machen wir auch noch anders. So. Und hier können sie ja sowieso durchfahren, ne? Dann müssen wir das wegmachen und das machen wir auch weg. Dort entfernen wir noch das Haltesignal. Und da machen wir das gerade auch weg und da machen wir das auch weg. Da oben kommt schon ein Haltesignal wieder hin, aber dieses hier. Und die andere Richtung brauchen wir jetzt keins. So, das war schon passend. Wir brauchen noch Stromleitung. Passt. Das andere ist schon richtig, ne? Ja, da geht nichts. Das ist dann gut. Dann brauchen wir den Bahnsteig. Der passt. Das passt dann auch. Und das passt natürlich gleich auch. So, dann haben wir den auch durch. So, ist noch was falsch? Ich glaube nicht, ne, oder? Halte müssten hier ja bleiben, weil die nur verlängert sind, die Gleise. Der muss jetzt hier vorne wieder reinfahren. Nur nach hinten durch wahrscheinlich. Der muss dann auch mal länger werden. So, was noch zu planen wäre, sollten wir hier noch ein Signal hinsetzen? Ne, dann müssen wir es doppelt machen, ne? Aber das bringt uns wahrscheinlich irgendwo in irgendeine Bordulie nachher. Lass das mal weg. Besser ist das. Er hält trotzdem noch hier vorne, weil er sich den frühzeitig reserviert hatte wohl. Okay, Pfeiltasten, ne? Brauchen wir nicht. WASD, Pfeiltasten brauchen wir. So, das ist richtig, würde ich sagen. Ja, lass erstmal so. Jetzt müssen wir nur gerade gucken. Da unten muss ja dann auch noch vielleicht was gemacht werden, oder? Ne, hier haben wir schon. Der ist schon 15er. 13, 14, 15, passt. So, das bedeutet, wenn der jetzt nichts geladen hat, ne? Hat er aber. Dann fährt er nächstes Mal dahin. Und den müssen wir dann verlängern, ne? Gut. Und wo sind die anderen, die hier so immer lang fahren? Keiner da. Oh shit, jetzt habe ich hier so ein paar Zeichen. Oh, ich liebe es. Ich glaube, so ist es passender. So, da kommt schon einer. GZ3 Waren, die müssen wir, das müssen wir jetzt bearbeiten. Wer ist denn das von den dreien jetzt? Wahrscheinlich der hier, ne? Ja. Ich hoffe, er packt was ein. Alles klar. Das heißt, der und der ist schon im Dingens, im Depot. Den zweiten davon auch, dann sind die beide weg. Und der ist aber hier. Dann packen wir den gerade noch an und schieben den dahin. So, das sind die zwei. Jetzt müssen wir da nur den längeren drauf machen. Der hat jetzt hier volle Ladung von 324 per Stück. Genau, ne? Und der auch. Und jetzt ist die Frage, er bringt Paletten durch die Gegend. Stahl und Siloware. Warum tut er das, ne? Das war jetzt Michael seine Frage. Weil der unterschiedlich die Waren hin und her schlürt.
Und der fährt halt, mach das nochmal hier auf. Da fährt er hin. Das ist Chemiewerk. Dann fährt er hier hin. Das ist das Stahlwerk. Dafür ist Stahl da drauf. Und das hier war die Raffinerie. Ich glaube, da ist die Siloware für da. Stahl hatten wir ja auch drauf. Und da kommt er vorbei sozusagen, ne? Und der letzte ist dann hier unten. Da bringt er Palettenzement hin. Die dann wiederum hier umgeladen werden wahrscheinlich. In den nächsten Zug. Und der nimmt hier halt andere Dinge wieder mit. Da unten fährt gerade einer durch. Ist jetzt wirklich die Frage, ob das Sinn macht. Ja, ich glaube, wir lassen das mal so, wie der Michael da schon sagte. Erstmal die Bahnhöfe machen und dann die Züge nachher nochmal neu planen. Macht vielleicht so Sinn, ne? Wo ist denn der jetzt? Irgendwo mittendrin. Ja, wir kümmern uns weiter um Züge. Und dafür gehen wir jetzt mal gerade hier hin. So. Hier haben wir lang. Da haben wir lang. Da haben wir lang. Da haben wir lang. Da haben wir auch lang. Hier ist lang. Da ist lang. Das bedeutet, hier dürfte noch nicht lang sein. Ich wollte schon wieder WASD drücken, ne? Ja, hier ist noch kurz. Das ist ein größeres Problem, was wir jetzt hier haben, weil das liegt hier schön auf dem Berg, ne? Ja, wie ändern wir das? Wie weit ist es denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 reicht auch noch nicht mal für das Stück hier. Also das hier ist ja jetzt nicht schlimm, das kann auch woanders sein, ne? Das hier muss abgedeckt sein. Wie machen wir das am besten? Der kann erstmal zu. Wir brauchen Gleise. Wie viele Gleise stehen denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Züge stehen hier schon mal alleine. Hier kriegst du definitiv nicht so viel hin, ne? Machen wir mal so. Das ist jetzt 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ist das so gut? Ich denke schon. 2, 4, 5 Gleise. Eins fehlt uns noch.
So, 2, 4, 6 Gleise haben wir jetzt. Und Stromleitung. Ja, können wir so machen, ne? So passt es. So passt es auch. Lass uns das mal noch ein bisschen anders hier gestalten. Die fahren von hier aus rein. Jetzt weiß ich nicht, was ich da oben gerade geschafft habe, den dahin zu machen. Eine sehr interessante Verbindung war das. Strom. Strom geht da rein. Haltesignal kommt dahin. So rum. Die fahren hier rein und da geht's nur raus. Dann haben wir da keinen Stau. Erstmal. So. Jetzt müssen wir den Bahnhof nur umlegen. Dieses Gleis. Hadexen Südostwald ist das, ja. Also. Ich glaube, wenn wir das dahin machen, warte mal, das können wir, sehen wir ja, wenn wir einen Bahndamm dahin machen, oder? Okay, sehen wir dann, dass das nicht ganz passt. Das funktioniert also nicht ganz. Dann müssen wir tricksen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Länger ist das nur. Müsste man da oben noch ein bisschen aufschütten, wenn, ne? Das gerade weg. Das gerade hin. So, und jetzt machen wir den Fusch auf Deutsch gesagt. Und da müssen wir auch noch was anderes machen. Zack. Oh. Das geht ja auch nicht so, wie ich mir das vorstelle, ne? Dann müssen wir da noch mal was wegreißen. So. Richtig gefuscht ist das dann, ne? Jetzt brauche ich hier noch so ein Teil, wo ich da das so mache. So mache. Und wir brauchen nochmal eine Straße da unten. Ist immer noch der gleiche Bahnhof, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir da? Das heißt, wir machen den dahin und noch den dahin. Und jetzt machen wir den Bahnsteig dahin. Und dann haben wir das dahin gemacht. So, und jetzt können wir wieder wegreißen. Das wäre ja cool gewesen, wenn das da jetzt angeliefert worden. Jetzt ist es egal. Jetzt kommt das weg. Das ist so ein Stuttgart 21 Projekt, ne? Kostet Geld ohne Ende. So sieht's wieder schick aus, oder?
Aber das passt jetzt so. Dann brauchen wir jetzt noch weiter Bahnsteig. Das können wir jetzt mal zumachen und ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr. Da geht's auch so los. Passt. 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 Auch fertig. Und fertig. Haben wir's. Reinfahren tun sie da, hatten wir. Ja. Und das muss ich nur überlegen, was ich da weitermache, aber diese Seite kann definitiv erstmal abgerissen werden. Warte mal, geht das mit dem besser hier? Ja. So, da sind wir schon mal los. Jetzt müssen die Züge nur wissen, wo sie hin müssen, ne? Dafür rufen wir mal gerade den auf. Das sind auch drei Stück, ne? Wahrscheinlich reicht auch einer dann, ne? Linie ändern. Wo ist der Halt? Da oben. Und da sind wir. Und der hält sogar da an. Ach so, das war unser Zeiger, alles klar. Das heißt, wir machen da mal 100% einfügen. Machen wir da. Dann müssen wir da noch 100% dazu machen. Und dann können wir den löschen, ne? Und dann können wir das schließen. Und dann müssen wir die drei alle fahren lassen. Der steht da jetzt auch. Gerade nicht möglich, wie immer. Geht der? Nee, geht auch nicht. Und dann geht der auch nicht. Genau so ist es. So, das heißt, die drei, weiß jetzt nicht, welche drei das sind, aber irgendwelche drei von hier sind das, ne? Wenn ich jetzt das zumache, ne? Und jetzt gehe ich mal hier hin. Und da habe ich den Bahnhof ja wieder. Jetzt gehe ich hier hin. Und dann geht's trotzdem nicht, alles klar. Jo, schade, ne? Das bedeutet, die müssen wir später machen, aber wir müssen das ja in der nächsten Folge machen, würde ich sagen. Speicher mal ab. Wenn es abgespeichert ist, dann funktioniert das wieder. Das ist komisch an Simotrans, dass da eine Macke drin ist, sozusagen. Ne? Also was wir nächstes Mal machen, das ist geklärt. Dann kommt das hier weg. Dieses Gleis kann auch weg. Die können alle darüber fahren. Dieses hier weiß ich nicht, ob ich das lasse und dann vielleicht für wen anders noch nutze, für den Personenverkehr oder sowas, muss ich mal schauen. Das Ziel ist bei den anderen ja da. Hier muss ich dann aber auf jeden Fall länger machen. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ach, der Mechtee, den hatte mir noch eine Motivationsspritze gemacht, dass ich hier immer noch dabei bin. Das wollte ich noch gesagt haben. Und danke für die Kommentare auch an den Michael, der da gut aufpasst, was ich für komische Züge da fahren habe. Aber das ist bestimmt der Zug mit den Stahlpaletten und Siloware, der da oben beim Stahlwerk anhält, weil er da Stahl da nur hinbringt und dann schmeißt er das andere vielleicht da auch runter, weil ein anderer Zug wiederum das dann mitnehmen kann oder so. Okay. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, ne? Daumen hoch wäre gut, Abo, wenn ihr noch nicht habt, ist auch gut und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen, Kommentare schreibt ihr wunderbar schon immer rein und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!